Schön. Fast ein Jahr ist es jetzt her. Da haben wir zum ersten Mal exklusiv über einen Fall berichtet, der einer Mutter seit fast 40 Jahren nicht aus dem Kopf geht. Ihre Tochter war zu DDR-Zeiten angeblich umgekommen. Den Leichnam hatte die Mutter nie gesehen. An den Tod hat sie nie glauben können. Ihr Verdacht, die Staatssicherheit hatte die Tochter zur Zwangsadoption freigegeben. Jetzt hat eine Exhumierung stattgefunden und diesen Zweifel zwar nicht bestätigt, aber immerhin die Mutter konnte ihren Frieden finden. Karin Rowohlt. Oktober 2018. Der Friedhof in Sassnitz auf Rügen ist an diesem Tag für Besucher geschlossen. Rechtsmediziner aus Hamburg exhumieren das vermeintliche Grab von Juliane Kube. Rein von dem, was man normalerweise erwarten würde, erwarte ich jetzt hier, dass wir irgendwann auf einen kleinen Sarg stoßen und in diesem Sarg sich dann die Überreste dieses Mädchens befinden. Das ist ja die Frage hier, die wir beantworten sollen. Die andere Möglichkeit ist ja die, die hier im Raum steht, dass wir gar nichts finden. Juliane liegt nicht in diesem Grab. Sie lebt, glaubt die Mutter Christas den Forden. Ihr Verdacht, ihre Tochter wurde vor 39 Jahren zwangsadoptiert. Es ist Gewissheit in jede Richtung. Entweder da ist nichts drin, dann weiß ich, wo ich weitersuchen kann, dass sich dann meine Hoffnung dann eventuell doch noch bestätigt. Und ansonsten mache ich mich auf den Weg, um endgültig abzuschließen. Rügen im Dezember 1977. Juliane ist 3,5 Jahre alt und alleine bei den Großeltern, als sie angeblich in der Badewanne ertrinkt. An diesem Tag ist Christas den Forden auf einer Schulung. Den Leichnam ihrer Tochter bekommt sie nie zu sehen. Vor 3 Jahren dann ein anonymer Anruf. Ja, ich möchte Ihnen nur sagen, dass Ihre Tochter Juliane Kube lebt. Und fangen Sie bitte endlich an zu suchen. Nach Jahrzehnten voller Zweifel wird Christas den Forden aktiv und sucht nach Dokumenten aus DDR-Zeiten. Ich habe in Archiven gesucht und Ungereimtheiten gefunden, dass das Datum nicht stimmt. Und dann habe ich natürlich auch nach dem Totenschein gesucht, der nicht zu finden war. Das Standesamt Berlin teilt mit, eine gerichtliche Todeserklärung konnte nicht ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft Rostock bestätigt, dass nirgendwo eine Ermittlungsakte zu einem Todesfall des Kindes Juliane Kube archiviert ist. Im Mai 2016 taucht nach eindringlicher Nachfrage dann der Totenschein auf. Mit falschem Geburtsdatum. Juliane kam am 31., nicht am 29.07. zur Welt. Ja, das wirft schon Fragen auf, sag ich mal, ja. Liegt die Antwort auf das Schicksal der kleinen Juliane in diesem Grab? Die Rechtsmediziner können keinen Bagger einsetzen, die Grabstelle ist zu schmal. Mit dem Spaten arbeiten sie sich vorsichtig durch eine dicke Lehmschicht. Dann, in 1 Meter Tiefe, stoßen sie auf Holz. Ich lege gerade den Sargdeckel frei. Jetzt im Augenblick habe ich hier die eine Seite. Da geht das Brett zur Seite weg. Ist auch schon, kann auch schon quasi reingucken. Sterilität, wichtig bei einer Exhumierung. Wenn wir jetzt den Sarg öffnen, haben wir sehr wahrscheinlich, wenn wir denn was finden und da Knochen drin sind, dann möchten wir jetzt nicht unsere eigene DNA auf die Knochen aufbringen. Ab jetzt sieben die Forensiker jeden Erdkrumen vorsichtig mit der Hand durch. Werden sie nach einer Liegezeit von 40 Jahren noch Knochenreste im Grab finden oder ist die Verwesung bereits zu weit fortgeschritten? Der Sarg ist offen, das erste Geheimnis gelüftet. Also ist auf jeden Fall ein Skelett drin im Sarg, nicht leer. Erstmal würde ich sagen, der Erhaltungszustand der Knochen ist gut, aber das kann nur äußerlich so sein. Das muss genetisch noch nichts bedeuten. Liegen hier die sterblichen Überreste ihrer Tochter Juliane? Oder wird der DNA-Abgleich ihren Verdacht der Zwangsadoption bestätigen? Ich finde, das ist das Recht jeder Mutter ist, Gewissheit zu bekommen. Mehr wollte ich nicht. Ich möchte Gewissheit und die Wahrheit. Institut für Rechtsmedizin Hamburg. Die Extraktion von DNA aus Knochen ist aufwendig. Wochenlang wiederholt Oliver Krebs das Prozedere. Der Grabfund aus Sassnitz ist selbst für den erfahrenen Forensiker außergewöhnlich. Bei dieser DNA-Analyse war ich natürlich schon sehr gespannt, weil ja auch sehr viel dahinter steht. Ist es das Kind, ist es nicht? Wenn es nicht das Kind ist, ist es ja ein völlig anderes Kaliber. Da haben wir ja einen großen Kriminalfall. Und reicht die stark degradierte DNA der Kinderknochen überhaupt für einen Abgleich aus?
Dann endlich liegt das eindeutige Ergebnis vor. Wir haben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von über 99% die Mutterschaft erwiesen. Damit ist eindeutig geklärt, gutachterlich, dass das tote Kind im Sarg Frau Steenvoorden zuzuordnen ist. Christa Steenvoorden möchte im Moment kein Interview geben. Sie nimmt Abschied. Ihre jahrelange Suche endet mit der traurigen Gewissheit, ihre Tochter Juliane lebt nicht mehr. Eine sehr berührende Geschichte, Pater Anselm. Was haben Sie gerade gedacht, als Sie dazugehört haben, so konzentriert? Ja, ich verstehe die Mutter sehr gut, dass sie Gewissheit haben will. Ich halte immer wieder jedes Jahr Kurse für verwaiste Eltern, die ein Kind verloren haben. Und manche sind in der Fremde gestorben, in Amerika, und so einfach die Gewissheit, oder manche sind ertrunken und keine absolute Gewissheit zu haben, wo der Leichnam ist, das verstärkt die Trauer. Natürlich, irgendwann muss man Abschied nehmen, und das hat die Frau ja auch getan. Die Trauer ist trotzdem da, und Abschied nehmen, aber zu spüren, wie ist meine Tochter, mein Sohn gestorben, das ist einfach ein Bedürfnis für jeden Menschen. Mhm. Aber wichtig ist ja, die Trauer kann man auch nicht einfach wegtun. Trauer ist ja auch eine Form von Liebe. Aber man muss die Trauer, die vom Leben abhält, verwandeln. Eine Trauer, die ins Leben führt. Und irgendwann wäre wichtig, die Trauer in Dankbarkeit zu verwandeln, dass wir das Kind hatten und erleben durften. Mhm.